Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt hier mit uns vier Kabauken, heißt mich Solens, den lieben Herrn Velku LP. Hallöchen. Die Blue Jenny LP. Hallo. Und den Florimaster LP. Hallöle. Und ich, JFF Gamer. Lonely, ja. You're also, so lonely. Kurz bevor wir es nicht gleich am Anfang sagen, die liebe Blue Jenny und der liebe Herr Velku nimmt auch parallel auf. Jaha. Nein. Der liebe Florimaster nicht. Und ja, was spielen wir hier? Wir spielen eine kleine Runde Sky Factory. Und haben uns die Map ein bisschen umgebaut. Weil regulär gibt es nur einen einzelnen Baum. Haben uns hier vier Stück hingesetzt, damit wir vernünftig bauen können. Und Flo möglichst viele Blätter retten. Nur als kleinen Hinweis. Sonst überlebst du nicht lange. Dafür sorge ich. zur Info, wir haben uns zwei Mods noch dazugenommen. Nämlich den Motorradmod, wie man gerade bei Chris im Hintergrund gehört hat. Ich höre das selber gar nicht, weil ich den Kopfhörer auf habe. Und, wir haben einmal Farmcraft mit reingebracht und einmal Blood Magic. Flo, du brauchst noch keine. Stimmt, wir hätten uns eine Croc bauen müssen als erstes. Chris, ich baue mich mal zu dir rüber. Nein, hau ab, verschwinde, geh weg, stirb. Nein. Und wehe, du schubst mich wieder. Will ich doch nie tun. Baust du zu Jenny rüber, dann baue ich noch zu Flo rüber. Ja, wenn's sein muss. Ja, und wir haben auch eine kleine Musik-Playlist im Hintergrund. Ein Musikbot. Ja, voll. Es ist wundervoll. Auf, hau ab. Von BND Productions. Wer es nicht kennt, Link ist bei mir in der Videobeschreibung. Bei mir auch wahrscheinlich dann. Baut euch erstmal direkt zueinander rüber. Da können wir dann jetzt die ganze Plattform Stück für Stück machen. Und Flo, stell die Workbench hier mal irgendwo auf. Ja. So, Chris, und wie macht man das jetzt? What? Das ist denn gewachsen? Hä, wie macht man das denn? Ich bin nur gesneakt. Ohne Witz, ich war nur gesneakt. Also, der Trick an der Sache ist, die Bäume zum Fertilizen müssen wir sie antwerken. Nein, hinter dir ist schon gewachsen. Und den einfach mit dem Arsch in seine Richtung gestanden hast. Hä, wie macht man das? Zeig mal den Baum deinen Arsch. Zeig den Baum deinen Arsch. Ach du heilige Scheiße. Hä, du musst ihn angucken und dann? Nix, dann wächst er irgendwann. Ja. Du musst sneaken. Ernsthaft? Ja. Hier, nimm die Croc, dann kannst du, bekommst du mehr rausgedroppt. Okay. Wo ist zu geil. Oh, danke. Ja, Chris, machst du dir auch am besten eine Croc? Bin schon dabei. Möchtest du auch eine machen? Ja, bitte. Ja, danke. Ja. Ich baue mal kurz so eine Baum herum, nicht wundern, weil ich keine Blätter verlieren will, deswegen. Ich baue schon so einen Weg rum. Das wäre jetzt eigentlich so ziemlich das nächste, was ich jetzt machen würde. Einmal um den lieben Baum rum. So, kurze Info für die, die bei mir nicht Agrarian Skies gucken oder bei den anderen beiden oder bei Jenny gucken. Die Croc bewirkt, dass wir mehr Blätter daraus kriegen. Ja, ja. So. Oh, ein Mädchen zumindest mal eine erhöhte Chance. Kann jemand so nett sein, ja, irgendwo mal kurz eine Kiste platzieren, weil wenn ich sterbe, will ich nicht gleich alles verlieren. Du stirbst schon nicht. Ja, mach ich mal eben. Dankeschön. Wenn du stirbst, bist du schlecht. Ja, wahrscheinlich kommst oder du gleich vorbei. Oder ein Velkur. Bitchlap. Oder ein Ronny. Und ich muss ihn jetzt ernsthaft nur angucken die ganze Zeit. Antwerken. Ja, antwerken. Ja, heißt mach shift, ich das? Shift. Ernsthaft? Damit fertilizest du den. Und zack. Siehst du? Wenn ich die ganze Zeit Shift zu schnell drücke, dann ist feststellbar. Guck, Florimaster hat's auch geschafft, aber er muss gleich übertreiben. Flo, lass den Baum am besten stehen, würde ich sagen. Das ist ein. Oh ist ja. Ein soll ich da den Sigwurm ranhängen? Ja, genau, hau da einen Sigwurm rein. Gut. Wundervoll. Flo muss natürlich übertreiben. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir hier die Plattform erstmal fertig. Kurze Info: der Sigwurm bewirkt, dass die Blätter halt mit Spinnweben so gesehen
zugemauert, nicht zugemauert, zugepflastert werden und wir da dann Strings rausbekommen. Beide bekommen, genau. Welcher Wurm? Welcher Mod kann denn so einen Wurm erschaffen? Ey, komm her! Ex Nilo. Tobi, komm mal her! Das musst du mal ansehen. Irgendwie, ich kann der Versuchung nicht widerstehen. Tobi, komm mal her, schau dir das an. Schau dir den Baum an. Der kriegt bei mir, der kriegt Glitzern. Der wird glitzern. Kurze Sache, baut bei euch mal Fackeln hin. Oh ja, stimmt. Dass die Chance ein bisschen geringer wird. Ach, warum sollte denn hier Mobs spawnen? Ich meine, komm, mein Süßer. Ja, das ist total uninteressant. Antwirken. Wir schmecken einfach mehr. Nicht. Alter, Spam! Oh, er ist gewachsen. Aber man muss... Ach doch, mit den Hintern. Ja, mit den Hintern. Ja, mit den Hintern. Hast du noch eine Croc? Nee, ich kann aber eine craften. Ja, wäre besser. Wenn mir was gibt, weil ich brauche Holz. Oh, ich brauche auch eine. Ja, dann mache ich mir selber immer. Das sieht so stylisch aus. Sehen meine lieben Zuschauer mich mal. So. Ihr seht. So, ich habe jetzt auch mal. Wie weit wollen wir die Plattform denn erweitern? Von den Dreckblöcken aus in jede Richtung zwei weiter? Das sollte reichen, oder? Das sieht so dämlich aus. Ja. Ja, können wir machen, zwei weiter. Gut, kurze Sache. Ich würde das nächste Holz gerne erstmal für ein Barrel investieren. Ja, das nächste Jenny? Holz, ja. Oh, danke. Bitte. Also, nachdem wir die Plattform hier fertig haben, meine ich damit. Weil dann können wir dann nämlich Earth herstellen und kriegen dann auch gleichzeitig noch wieder schön viele neue Bäume. Was wollen wir denn als erstes machen? Nein, Hilfe! Bau mir ab, ich bin gleich tot! Junge! Jammerlappen! Jetzt eine Fackel nehmen, dann werden die ein bisschen größer. Da war eine Fackel. Hast du aber jetzt ein Glück. Oh. Alter, ich hab dir den Arsch gezeigt und er hat Shell da unten was platziert. Platzier nie wieder was da unten hin. Alter. So, Chris, hast du noch ein bisschen Holz? Flo, hör auf zu weinen. Dann gib her, dann baue ich für dich. Oh Mann. Auch noch Stämme? Du bist schuld. Nein. Okay. Aber denk dran, auch eine Croc machen, bitte. Schaut euch an, ich zeig dir nur immer den Arsch und sie wird wachsen. So. Also muss man jetzt doch den Hintern zeigen, oder was? Ja! Ja. Ja, ich hab's eben nicht erwähnt, deswegen. Du musst ihr den Hintern zeigen, den Baum. Sieht zu geil aus. Oh, ich hab ein Würmchen. Guck mal, was gekommen ist. Schon wieder so groß? Ja. Warte, gib... Meiner ist größer. Warte, ein Würmchen platziere ich dahin. So. Ja, genau. Ja, ich hab Agrarian Skies mal gezockt mit einem Kollegen. Dann musst du doch die meisten Mods hiervon kennen. Ich hab mich vielleicht falsch geäußert. Ich habe einen Server mal aufgesetzt mit dem und ein Kollege hat drauf gezockt, weißt du? Ah, gut, ja. Und jetzt so, platzier weh, du platzierst unten noch irgendwas. Wollen wir den auch noch infizieren? Platzieren, als wäre es eine Krankheit. Genauer genommen ist Wurmbefall eine Krankheit. Scheiße. Ich habe schon zwei Barrels hingepackt, ne? Ja, gut. Was bringt, ey, den Arsch zu strecken, ey? Ich pack das auf das Sampling-Welt. So, packen dann bitte das ganze Holz in die Kiste rein. Was ihr noch überhaupt. Dann baue ich die Plattform währenddessen weiter. Pass mal auf hier. Oh, er glitzert wegen mir. Oh. Oh, wegen mir noch viel mehr. Ihn halt an. Tja. Nee, sie antört ihn. Das hast du jetzt nicht gesagt. Doch. Oh mein Gott. Chris, hier habt ihr noch eine Croc. Chris, ich will da nicht stehen bleiben. Ich aber. So. Nur so als Frage, hat irgendeiner von euch zufällig einen Timer laufen? Wir sind Vollprofis, sowas brauchen wir nicht. Ich merk's. Ja, wie lange haben wir denn? Kann einer nachgucken vielleicht? Ja klar, kann ich nachgucken. Warte, wir haben insgesamt schon 9 Minuten. Gut, das heißt noch 6 Minuten, also bis 16 nach. Passt. So,
Habt ihr noch wieder Holz? Wir bauen gerade ab. Okay, dann helfe ich Jenny so lange. Ja, ich habe keine... Ja, darauf aufpassen, dass du da immer einen von hast, weil mit den Setzlingen machen wir gleich Dirt. Dirt. Und Dirt braucht man recht viel. Wir brauchen Dirt. Oh, mein Auge juckt. Wollen wir nicht versuchen, möglichst schnell auf die Automatisierung von den Sieben und so weiter hingehen? Oha, ich hab einen String. Soll ich es machen? Und... Oh, checkst mir den Arsch an. Zumindest ist es nicht freiwillig. Guck mal, Tobi, ich hab deinen Wurm in der Hand. Oh Mann. Es ist noch nicht mal 22 Uhr. Ah, qualitativ hochwertige Kommentare. Genau. Kurz Info für die Zuschauer. Wer Agrariens Geist bei mir schon geguckt hat, beziehungsweise wer es kennt, oder bei den anderen schon geguckt hat, wie auch immer, wenn nicht, guckt vorbei. Der weiß, dass man viel sieben muss, um Rohstoffe zu bekommen. Und das sieben wollen wir offscreen machen. Okay, einfach aus Prinzip muss ich es in diesem Let's Play auch bringen. Was ist 7x7? Ganz feiner Sand. Oh Mann. Wie war das, den hast du nicht gebracht? Jetzt sind wir quitt. Okay. So, ich setze es hier schon mal. Hier, Chris, hinter dir ist noch ein Häufchen Elend. Du? Nee, ich nicht. Noch nicht. Doch, du stehst auch hinter mir. Scheiße, stimmt. So, und hier sieht man jetzt auch gerade. Ich habe jetzt 8 Oak Saplings reingepackt. Deswegen hab ich ja. Jenny, vielleicht wäre das für deine Zuschauer auch interessant. Ja? Weil meine kennen das eigentlich schon. Ja. Aus Akras. Hier, 8 Saplings reingepackt. Wow. Ah, Hilfe, ich bin gefangen! Au! Nein, wir dürfen hier nichts abreißen. Daraus kriegen wir jetzt gleich Dirt. Dauert halt nur so eine Zeit. Aha. Wer denn hier die Stencil Table schon gebaut? War ich. Aus Versehen, oder? Ja. Ah, okay. Nein! Sonst können wir auch eine Holzhacke machen. Nee, ich muss auch machen. Warte. Kenn ich. Verdammt! So. Verdammt was? Verdammt was? Ich verkneif mir grad das Lied. Hä? Verdammt dich! Ah. Verdammt, ich hasse dich! Hast du dich viel mehr? Ja. Genau. Ich lieb dich nicht. Ich lieb dich auch nicht. Oh. Wer hat dich lieber? Oh mein Gott. Wer hat dich lieber? Wer hat dich lieber? Wer hat dich lieber? Ich war da nicht lieb. Also meine Zuschauer, ja? Du hast keine Freunde. Oh. Ihr seid alle so gemein. Ja, wir müssen aufpassen, dass das hier alles so ein bisschen ausgeleuchtet bleibt. Achtung, bitte. Achtung, hinter dir. Solange wir noch im Radiosturm sind, spawnt da noch nichts. Ups. Ja, noch nicht. So, wer den Dirt rausgenommen? Ah. I am innocent. Ah, okay. Alles klar. Ich vertraue dir. Ich dir nicht. Ich töte dich trotzdem. Wisst ihr, was rein realistisch wäre, was mit diesen Bäumen passiert? Na, sie werden nass. Na, nein, es ist ja eigentlich realistisch, dass auch Minecraft-Charaktere Bedürfnisse haben. Sich zu entleeren. Ach so, und... Nein! Du kackst ihn an? Das ist redet. Ganz... Nein, das ist natureller Dünger. Das stimmt. Ach, das machen wir die ganze Zeit, oder was? Die kacken wir feuern ihn nicht an, wir... Die kacken die Bäume an. Entledigen uns Ausscheidungsprodukte an. Das machst du falsch, guck mal, so musst du es machen. So, hat noch Siehst mehr Saplinge? Ja. Hab ich. Ja, ich hab nur einen. Okay. Ich find das so geil. Oh! Oh! Guck mal nach oben. Der ist komplett infiziert. Der infiziert. Ja, geht über die anderen Bäume rüber. Die müssten wir dann schnell abfallen. Leute, wir sollten vielleicht mal Wasserbarrels machen. Also irgendwo welche. Wäre eine Idee. Ja, kann ich machen gleich. Pack das Holz einfach in eine Kiste rein. Wir haben kein Holz mehr. Wir sind nur voller Bäume umgeben. Okay. Chris, lass mal den Einzelblink hier lieber weg. Okay. So, und da sieht man jetzt auch, dass ich hier die Strings rausbekomme. Und ich würde sagen, wir versuchen möglichst früh ein Sieb zu kriegen, oder?
Und dann wow, halt Lava für ein Dingens irgendwas Extruder. Weil theoretisch können wir ja eigentlich 4 Siebe aufbauen. Plus 4 Abteilungen vom Cobblestone-Generator. Ich bräuchte so mal. Was ist das überhaupt? Ein Cock. Nein, nein! Oh, shit. Nein! Croc! Mann! Ich hab gesprochen! Eine Croc! Sorry! Oh nein! Jenny! So, wie werden die Barrels denn nochmal gemacht? Die Folge ist zu Ende. Unten einen Halfstack in der Mitte? Ja, warte, dann lass mich nochmal eben schnell. Eine Croc machen! 6 Fässer machen. Ja, ja, Jenny braucht einen Croc. Nein, eine Croc! Oh mein Gott, ich gebe glaubst du denn nicht die Folge? Jenny braucht einen Cock. So, gut. Hier sieht man, die führen sie jetzt langsam dank dem Regen mit Wasser. Und dann würde ich einfach sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.